Es gibt vier Gruppen von Leuten. Ihren Entwicklungsstand betreffend geht es folgendermaßen. In der ersten Gruppe sind diejenigen, die nichts oder sehr wenig wissen, außer dem Wissen, wie im Leben bleiben zu können und ihre körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Dieser Gruppe gehören diejenigen an, die keine Fähigkeiten oder keine Mittel hatten oder haben, etwas dazu zu lernen. Solche gibt es viele. In der zweiten Gruppe sind diejenigen, die viel über die materielle Welt wissen. Dieser Gruppe gehören Wissenschaftler, Spezialisten verschiedener Bereiche, Künstler, Intellektuelle und möchte gern Intellektuelle an. Solche gibt es viele. In der dritten Gruppe sind diejenigen, die über die Natur und den Sinn des menschlichen Daseins studieren, über das Unkörperliche im Menschen nachdenken, sich nach dem Anfang und dem Ende fragen, über das Universum staunen. Dieser Gruppe gehören einige Wissenschaftler, Priester, Esoteriker, Poeten und Philosophen an. Solche gibt es viele. Schwindler, welche sich in die dritte Gruppe infiltriert haben, gehören zur Gruppe 2 aus dem Grund, dass sie etwas wissen und dem, was Individuen der dritten Gruppe ehrlich beschäftigt. Oder sie gehören zur Gruppe 1 aus dem Grund, dass sie nur ihre körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen versuchen. In der vierten Gruppe sind diejenigen, die Antworten auf die Fragen, welche die Leute der dritten Gruppe beschäftigen, wissen. Solche gibt es wenige. So wenige, dass ich bisher nur 2 getroffen habe.